14. Die Bühnen am Kurfürstendamm. Leichte Unterhaltung hat hier Tradition. Die Stars sind am Kuhdamm zu Hause. Der junge Günther Pfitzmann. Das Publikum will auch vor allem pausenlos Rätsel raten können. Sonst langweilt es sich. Wenn Madame sich jetzt zu mir wenden würde. Ich? Warum? Und die junge Anita Kupsch. Wenn Madame jetzt den Mund aufmachen würde, wäre es natürlich noch besser. Sie sind wirklich drollig. Ja, ich meine, wenn Sie jetzt den Mund aufmachen würden. Warum? Ja, damit ich reingucken kann. Interessiert Sie das? Nee, Gott, na ja, ein bisschen. Theater und Komödie sind beliebte Boulevardspielstätten. Elegant, gepflegt und ein bisschen intim. Die Besetzungslisten ein Who is Who deutscher Schauspieler. Ich konnte mit vielen Leuten, die ich bewundert habe, als Boulevardspieler und ernstzunehmende Schauspieler, die auch das leichte Fach sehr ernst nehmen, was gar nicht so einfach ist, konnte ich mit denen arbeiten. Schniege dir zu Füßen. Ich bin Winfried Glatzeder spielt im Komödienklassiker Pension Schöller. Anne Mitschüner haben mich ausgenacht. Und seitdem kann ich kein N mehr sprechen. Ich sage statt N immer N. Ich habe ja alle Premieren geschminkt am Theater am Kurfürstendamm. Zum Beispiel Wolfgang Spier, die Sensation in La Cacio voll. Ich meine, ich komme dem Jungen als Vamp entgegen. Ich bringe ihm wirklich alles, was eine Frau einem Mann bringen kann. Und dieses Bürschchen macht Seifenblasen mit seinem Kaugummi. Wie soll da ein Mann wie ich als Dame noch zu seiner Wirkung kommen? Liebling. Verstehst du, der Junge müsste hinschmelzen. Und dann langsam erblühen. Schauspieler konnte ihm Harald Junke in Sunny Boys. Legendär. Als Mensch wollte ihm keiner das Wasser reichen. Ach, Harald Junke. Ja, Harald habe ich da gesehen das erste Mal. Ich hatte dann auch wirklich das große Glück, mit ihm noch den letzten Film zu drehen. Und ein Könner vor dem Herrn und natürlich Herbert Hermann. All die Großen, mit denen ich das Glück hatte, dann zu drehen. Günther Pfitzmann, das ist eine große Family gewesen. Die Familie muss kämpfen. Wechselnde Investoren, neue Mietverträge. Den Bühnen am Kuhdamm droht das aus. Ich war sogar mit bei den Gerichtsverhandlungen, wo dem Investor herausgepresst wurde, ein neues Theater, was auf seine Kosten natürlich dann gebaut werden sollte. 2018 werden die Kuhdammbühnen tatsächlich abgerissen. Oh, ich kam zurück nach Berlin und dachte, was ist das? Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Ich habe da Theater gespielt am Kurfürstendamm und sah nur diese Baulücke und wollte es gar nicht wahrhaben. Ja, also ich hoffe sehr, dass was Adäquates da gebaut wird, dass diese Spielstätte wieder geöffnet wird, weil ich finde, Boulevardtheater gehört an den Boulevard. So sieht die Zukunft aus am Boulevard. Das neue Kuhdamm-Karree mit neuer Kuhdamm-Bühne. Ein verschwundener Ort, der wieder aufersteht.